Wenn du zu den Trollhöhen möchtest, muss ich dich enttäuschen. Ich wollte die Brücke reparieren, aber schon beim ersten Griff habe ich mir den Rücken verrenkt. Du hast es ganz schön peinlich, ehrlich gesagt. Wenn du es sehr eilig hast, kannst du die Brücke vielleicht selber fertig bauen? Bei dir sah das wie ein Kinderspiel aus. Jetzt ist mir alles noch peinlicher. Hier schlagen wir unser Nachtlager auf. Ich glaube, es wäre klüger, weiter zu ziehen. Wir könnten zum verborgenen Tal reiten. Wir gehen nicht in die Nähe von diesem Ort. Wir haben eine Karte, die wir nicht lesen können. Herr Elrond könnte uns helfen. Ich brauche keinen Rat von denen. Alles in Ordnung? Gandalf, wo willst du hin? Das waren genug Zwerge für einen Tag. Kommt er wieder? Was ist los? Trolle. Sie werden sie fressen. Wir müssen was unternehmen. Als unser verbürgter Meisterdieb könntest du der Sache doch nachgehen. Ich habe keine Angst. Ich bin bereit. Ist das wirklich so eine gute Idee? Hier passiert nichts. Wir sind direkt hinter dir. Oh, gestern Hammel, heute Hammel. Und verdammt mich, wenn es morgen nicht schon wieder Hammel gibt. Hör auf zu quaken. Okay, und nun herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Lego der Hobbit. Der Typ hat eine Angelrute und einen Stick. Krank, Alter. Er wird auf jeden Fall eine Gefahr darstellen. Okay. Wir hauen wohl den Typen hier ordentlich eins aufs Maul. Kann der das Viech da oben abschießen? Ist das überhaupt Plan so? Nee. Ach, kann man einfach drüber? Ah, okay. Ah! Also die Eule spielt schon eine wichtige Rolle auf jeden Fall. Okay. Oh. Das war so nicht geplant. Ich muss Kili werden, genau. Und dann Puls hier reinballern. Geil. Ui. Oh, hier ist Gold. Geil. Kann ich das kaputt machen hier? Nee, scheinbar nicht. Okay, schade. Warte, ist das auch Gold? Jawoll. Ich hoffe, du nimmst die Gäule richtig aus. Die stinkigen Teile mag ich nicht. Okay, jetzt wird's langsam schwierig. Mega realistisch. Ich klopp hier auf alles ein mit mehr viel lauten Geräuschen und sowas. Und der merkt's nicht. Ah, okay, ich brauch Bilbo jetzt. Jo, ist okay, Bilbo. Dann angel mal schön, Süßer. Och ne, nicht sowas wieder. Und nochmal X. Wow. War ja echt insane schwer. Oh. So. Nur muss ich das hinwerfen. Und da hinten. Oh. Oh, krasser Wurf, Junge. Oh, wunderbar. Er schwimmt sogar oben. Oh, leg doch mal Würfel rein. Okay,
Okay, dann bauen. Digga, hör auf damit, Alter. Oh Gott, sorry. So. Junge, hör auf zu niesen, also kriegst du hier fett einen ab. Oh, schade, geht gar nicht. Ja, okay, ist weiter. Es ist gut, ist gut. Muss ich nochmal dagegen? Hey, lol. Ah, es muss noch weiter runter. Ah, okay. Got it. Okay, ein Pferd ist free. Uff, ist das stark, Junge. Alter, halt die Schnauze, du Dreckstroll. Oh, mir knurrt vielleicht der Magen. Ich muss noch irgendwas nassen. Fleisch! Ich brauch Fleisch! Schnauze! Ihr fresst, was ich euch vorsetze! Wieso ist er eigentlich der Koch? Schmeckt doch alles gleich! Alles schmeckt wie Hühnchen! Außer Hühnchen! Das schmeckt nach Fisch! Junge, der Typ nährt ja dezent, Alter. Holy shit. Okay, komm, hier buddel mal schön aus. Na, schön machst du das. So, wo muss ich es hinwerfen? Auch da rein, okay. Was ist das bitte? Ach, eine Wurzel, oder? Alter, die können echt gut werfen, muss man sagen. Okay, und bauen wieder. Ah, wieder das gleiche Spiel, okay. Und nochmal, hui. Vor allem geil, dass es die nicht geguckt hat, dass das erste Pferd weg war, ne? Oh, geil, die erste richtige Schlacht hier mal. Ah ja, abgesehen von dem letzten Teil. Von Teil 3. Da war auch eine gewisse Schlacht. So. Okay, was muss ich jetzt machen? Keine Ahnung, was ich tun soll. Ich mache einfach alles kaputt und hoffe, dass es was wird. Das ist aber meistens in Lego-Spielen die richtige Option. Insofern. Er baut erstmal kurz so hier einen kleinen Katapult, was es ist. Jawohl. Was muss ich jetzt machen? Kumpelangriff, okay. Ja, ist okay. Und Boots, Junge. In your... Oh. Okay, ah, geil. Fighten. Hui. Und... Okay, auch K.O., sehr schön. Hallo, Team doch ab. So, und zack. Na Mensch, so ein Zufall aber auch, dass da hinten was ist.
Moment, da muss ich nochmal dagegen schießen, oder? Ja, scheinbar. Okay. Und ich brauche einen Mate. Ich brauche einen Mate schnell. Hallo. Kann ich mit dem Team? Nee, kann ich nicht. So, komm, dann lass mal hier hin. Ein. Oh, das war zu spät. Ach Junge, jetzt bleibst du aber da, ja? So, warte. Und zack. Und direkt teamen. Und drauf da. Schönes Ding. Schmeiß die Waffen weg, sonst reißen wir ihn auseinander. Belbo, nicht! Okay, das war im Film etwas anders. Wir setzen uns auf sie drauf. Zerdrücken sie. Was? Ihr macht gerade. Postmann, ich meinte, was dir. Du Batzel. Was mein Fuß und vom Kochen von Zwergen. Aber es ist cool, dass es hier ein bisschen anders ist. Das ist auch cool, dass man so unterschiedliche. Also, das ist echt cool umgesetzt, dass man so unterschiedliche Tasks jetzt hier machen muss. Für jeden ein anderes. Für jeden Zwerg. So, jetzt noch dahin. Bilbo hält die schön auf. Hält die auf Trab. So. Wow, hat ja gut geklappt. So, ich kann jetzt hier hoch. Weil, was bringt das mir? Ah, hier ist was. Kann ich bauen? Okay. Nicht ernsthaft, oder? Jawohl. Ich baue mal hier kurz noch was. Auf entspannter Basis. Oh, mir fehlen die Steine. Aber Holz habe ich genug, glaube ich, oder? Auch nicht. Na Mensch, sowas aber auch. Und, dann das noch rein. Und ja, das noch rein. Sehr schön. Okay, ich muss mich beeilen. Das ist ganz wichtig, sonst werden meine Zwergenfreunde noch aufgegessen. Bei lebendigem Leibe, ja. Lebendigem Leibe. Ist natürlich ein bisschen kritisch. Deswegen ist hier äußerste Schnelligkeit das Gebot der Stunde. Also Deko hier ist auch wichtig jetzt. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, heilige Scheiße, ne? Murmelbahn hier. Hallo, das bin ich gesagt. So. Und das und noch was. So. Sehr schön. Ja, das fällt gar nicht auf, oder? Na Gott sei Dank. Okay. Der Tag soll euch treffen. Ah, jetzt kommt Gandalf hier. Und, achso, B. Das war wichtig, dass es noch gesagt wurde. Alright, sehr schön. Hammelbraten, Level abgeschlossen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein.